Hey ho YouTube und herzlich willkommen diesmal zur Gewinnspielauflösung. Aber bevor ich jetzt hier den Gewinner ziehe, möchte ich erstmal allen bedanken, die so zahlreich daran teilgenommen haben, sei es auf Instagram, sei es auf meinem E-Mail-Konto, sei es hier in den Kommentaren und so weiter. Die richtige Lösung des Ganzen ist natürlich Kork. Bevor ich aber jetzt den Gewinner ziehe, noch ein, zwei Worte. Ich würde mich wirklich freuen, dass in Zukunft auch immer mehr Leute so eine rege Beteiligung haben, auch wenn es nicht so was zu gewinnen gibt. Aber wenn je mehr Leute quasi diesen Kanal abonnieren, desto öfters kommen auch Gewinnspiele. Ich mache das so ein bisschen davon abhängig, immer wenn ich ein Goal quasi oder ein Milestone für mich erreiche, dass ich dann ein Gewinnspiel raushaue. Und die rege Beteiligung hat auch gezeigt, ich dachte wirklich, dass ich mit dem Preis jetzt, sage ich mal, mit Deadpool 2, was ja nicht der neueste Film ist, jetzt nicht so viel erreicht bekomme. Aber nichtsdestotrotz habe ich doch viele erreicht bekommen. Beziehungsweise wollen viele von euch dieses Steelbook dennoch haben, freut mich sehr und ich bin auch gerne bereit, wie gesagt, das abzugeben und sowas alles, weil ich es halt, wie gesagt, doppelt habe. Aber jetzt endlich ziehe ich den Gewinner nach dem Intro. Und der Gewinner ist... Schatz, ich weiß nicht, wie das geht. Kannst du mir die Anleitung erklären? Ja, Moment, ich komme, ja. Aber du hast noch dein Mikrofon an. Nee, keine Sorge, das ist stumm geschaltet, Schatzi, wir hören davon nichts. Also guck mal, du musst diesen Knopf da drücken, dann kommt da Nupfi raus, den Nupfi musst du wieder ziehen, dann kommt da auf der anderen Seite ein Seil, da machst du einen Knoten rein und dann hurz, hurz. Und dann tust du das Ganze umdrehen und musst dann einmal die zwei Enden miteinander verbinden, drehen und dann auseinanderziehen. Ah, hab verstanden. Okay. Dankeschön. Ja. So, jetzt können wir uns endlich wieder dem Gewinner widmen. Sehen Sie in der nächsten Folge von Comics and Love. Wird Sinus es schaffen, endlich den Gewinner zu ziehen? Warum reviewt Sinus eigentlich keine Comics mehr? Und wieso merkt das eigentlich keiner? Sehen Sie das alles und noch viel mehr nächste Woche bei Comics in Love. Und der Gewinner des Deadpool 2 Steelbooks, 2 Disc, Limited Edition, plus dem Comic, Deadpool vs. Hawkeye, plus Süßigkeiten, die nicht aus der Schokolade bestehen, weil ich hundertprozentig weiß, was bei diesen Temperaturen wahrscheinlich die Schokolade in den Karton schmilzt und alles ruinieren wird, ist... Ihr hört es, es ist nicht nur ein Zettel drin, es ist kein Fake. Oh mein Gott, bitte ein bisschen Oscar-Musik, bitte. Die Hand zittert, ist... Flipping Finger Gaming! Flipping Finger Gaming, bitte mich kurz anschreiben über E-Mail oder Instagram oder sonstiges. Mir kurz die Adresse mitteilen, dann geht das Paket nächste Woche, wenn alles gut geht, soweit raus und ich freue mich für dich. Slow Clap, auch von der Community, yeah. Fühl dich jetzt mal richtig gut, Mann, denn ab nächste Woche oder übernächste kriegst du einen geilen Film nach Hause geliefert. Woo! Das war's von mir für diese Woche, liebe Leute. Ich hoffe, nächste Woche kriege ich wieder eine Comic-Review hin. Somit konnte ich ein bisschen 2 Tage oder 2 Wochen mal ein bisschen strecken. Und bis zum nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein.